Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn wir sind mitten hier in der Innenstadt von Heilbronn, sozusagen auch ein Brennpunkt-Area. Und Heilbronn stand ja in den vergangenen Tagen einige Male im Mittelpunkt der Berichterstattung. Wir zeigen ein paar Ausschnitte aus einem ZDF-Film, der für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt hat. In Heilbronn hat mehr als jeder zweite Einwohner einen Migrationshintergrund. An den Schulen liegt die Quote bei über 70%. Die Schwaben sind längst eine Minderheit. Die Stadt hat sich grundlegend verändert. Wo es um die Situation in Heilbronn geht, um die Integrationsmomente geht, um die Herausforderungen geht, das sieht man in diesem Film ganz Besonderes. Und vor allen Dingen auch, wie sich Deutschland nach der Wahl verändert hat. Und das ist ja auch ein Thema, das die Menschen in der Region beschäftigt, gerade hier auch in diesem Mittelpunkt der Region, was die Verkehrssituation angeht, wie sich Deutschland verändern muss in der Zukunft, was die Digitalisierung angeht, was die Möglichkeiten angeht der Mobilität. Da hat die neue Regierung, es gibt ja nun endlich einiges im Koalitionsvertrag festgeschrieben, aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, vieles ist nicht geschehen, aber vieles muss passieren, dass nicht nur Deutschland, sondern vor allen Dingen auch die Region hier wieder den Anschluss nach vorne schafft. Viel wurde in den vergangenen Tagen und Wochen ja diskutiert bei all dem, was sich so in Heilbronn ereignet hat. Und wir haben ein paar Einspielsequenzen von einer Reportage, die wir bei Stimme TV gemacht haben, um einfach auch mal die Situation hier rund um den Marktplatz zu schildern, auch hier in dieser Gasse. Und das Ganze führte ja nicht nur dazu, dass es ein erhöhtes Bedrohungspotenzial gab, dass manch einer für sich in Anspruch nahm. Andere wiederum sagten, das Ganze sei doch aufgebauscht worden. Aber letztlich und endlich ist es doch so, dass mittlerweile, und auch das können wir zeigen, eine erhöhte Polizeipräsenz hier am Marktplatz zu verspüren ist. Und auch das ist eine Folge aus dem, was hier passiert ist. Nicht nur bei dieser Messerattacke und allen anderen unschönen Sequenzen, das haben wir ja auch erst wieder in dieser Woche erlebt. Also wichtig natürlich, dass man diese Themen ernst nimmt, dass man sich ihrer annimmt und dass man sie nicht beschönigt, denn die Menschen, die beschäftigen sich natürlich damit und es ist auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund derer, die natürlich dafür sorgen wollen, dass dieses Zusammenleben in Heilbronn, wir haben es gesehen in diesem ZDF-Film, gut gelingt, ganz, ganz wichtig, dass man diese Dinge auch sehr, sehr zeitnah löst, denn hier pulsiert das Leben und dementsprechend muss man auch dafür sorgen, dass es in der Zukunft so bleibt. Ganz andere Schlagzeilen will man natürlich in Heilbronn machen. Jetzt fast ein Jahr vor Beginn der Bundesgartenschau. Die Uhr hier am Marktplatz, die tickt hier sekündlich nach unten. Und das ist ja auch ein Thema bei der Tourismusbörse in Berlin. Da präsentiert man sich dementsprechend. Und hier auf dem Marktplatz, falls hier die Baustelle auch rechtzeitig beendet sein sollte, wird am 17. April dann der offizielle Dauerkartenvorverkauf beginnen mit einer riesigen Veranstaltung. Da wird eine ganze Menge geplant und da wird es dann auch ganz exklusiv zum ersten Mal diesen Buga-Song zu hören geben. Und wir haben auch schon erfahren, zumindest eine Liedzeile dieses Buga-Songs, den hält man ja unter Verschluss, da will man gar nicht sagen, um was es geht in diesem Song von Mundart Monika, sozusagen die Hausband der Bundesgartenschau. Komm mit mir, zeig mir deine Welt. Das ist mal die erste Zeile dieses Songs. Also unter der Welt macht man es nicht bei der Bundesgartenschau in Heilbronn. Und gerade diese Schlagzeilen, die tun natürlich so einer Stadt gut. Und vor allen Dingen auch das, was drumherum bei der Buga geplant wird. Positive sportliche Schlagzeilen werden in Heilbronn in Sachen Eishockey derzeit geschrieben. Und da gab es hier oben im Rathaus auch eine Besprechung mit Vertretern der Stadt Heilbronn, an der Spitze Oberbürgermeister Harry Merkel und Verantwortlichen der Heilbronner Falken. Es ging darum, wie soll es weitergehen mit dem HEC, wie mit dem Eishockey insgesamt in der Region. Und da hat man natürlich schon einmal zu hören bekommen, dass Merkel ganz deutlich sagt, wie wichtig auch die Heilbronner Falken als positiver Imageträger in der Region sind. Und das ist natürlich gut, dass man am Freitagabend in den Playoffs die Chance hat, in die nächste Runde zu kommen. Ein Erfolg,
der in dieser Art und Weise in den letzten Jahren nie erreicht wurde. Und dementsprechend wird am Freitag natürlich auch eine Kulisse dann im Eisstadion erwartet. Sehr zur Freude der Gesellschafter, die den Verein wieder auf neue, gesunde Füße gestellt haben, und dem Geschäftsführer und dem Manager Attila Ehren. Also das heißt, in Sachen Eishockey setzt man auch auf die Zeit nach 2019, denn nach der Buga geht es weiter und spätestens 2020 kann dann ja auch der Neubau der Eishalle in Heilbronn beginnen mit möglichst viel sportlichem Erfolg. Also da lohnt sich der Blick in die Zukunft. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.